Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play The Witcher. So, wieder hier am Deich. Und wir gehen gleich natürlich sofort ins in den Sumpf über. Setzen über. Denn wir haben heute einiges vor. Unter anderem hier wollen wir erstmal den Brief, den wir von Vivaldi haben. Sprich, die Antwort von Vivaldi geben wir jetzt an Yevin weiter. Dann haben wir noch eine Quest mit den Sephira. Also mit den 10 Sephira. Da haben wir, glaube ich, schon 8 Stück. Genau, haben schon 8, brauchen noch 2. Und dann haben wir noch so einen Blitzableiterstab gebastelt, letzte Aufnahme. Den wir dann in diesen Golem-Totenacker, in den Golems halt reinstopfen können. So, jetzt gehen wir erstmal zum Holzfäller. Quatsch. Zum Fährmann. Transportdienstleistungen. Ja, okay. Bringt mich die Zeit. Aber mal kurz die Musik genießen. Einen Moment. Okay. Kann's losgehen? Wie oft wollt ihr noch fragen? So, das überspringen wir wieder. Das hatten wir ja schon mal. So. Huch. Wartet jemand auf die Fähre? Wer bist du denn? Hier beißen die besser als oben am Deich. Schon was gefangen? Und ob? Einen ganzen Korb voll frischer Fische. Darf ich mal kosten? Vielleicht ist noch gebackener Hecht übrig. Ach, oh cool, ich kann mit dem handeln? Okay. Ja, hier, ich kann dir ein paar Honigwaben geben. Ja, können wir ein bisschen Knete raus. Okay. Huch. Ach, er ist ja jetzt zurück zum Deich gefahren. Okay. Ja, braucht ihr ein Boot? So, machen wir jetzt mal als allererstes nochmal jetzt hier ein Safe. So, ich muss gucken. Der war ja da hinten im Druidenhain. Jetzt mal unser Schwert. Also sind wir bekanntermaßen schneller. Ich will was gucken. Wir hatten, glaube ich, letzte oder vorletzte Aufnahme ja da was reingemacht. Ist eigentlich noch, ist da irgendwas drin oder immer noch das gleiche? Immer noch unsere Nietzwurstblüten. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die richtige Opfergabe dafür ist. Ich weiß es nicht. Hochleck. Ich habe es ja einfach mal gemacht. Haben wir ertrunkene Tote. Ja, die brauchen wir jetzt eigentlich nicht mal wirklich töten. Wir haben ja die ertrunkenen Zonen. Aber wir haben die dabei, ja. Wir haben, genau, ich glaube, wir haben Siegfried jetzt zur Aufnahme ja noch nicht gefunden, ne? Aber wir gehen schon wieder falsch. Siegfried müssen wir noch suchen. Beziehungsweise wir haben die letzte Aufnahme ja leider nicht gefunden. Ja, Hauptsache, der ist tot und hat Geld und Bier dabei. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ah, da ist er noch, Siegfried. Ey, altes Haus. Ah, Geralt? Beim ewigen Feuer, es ist schön, euch zu sehen. Was passiert? Was ist passiert? Ein Echinopsdorn peinigt mich unter der Beinschiene. Ich kann nicht mehr laufen. Wir suchen nach dem Golem-Totenacker. Irgendein Narr möge die ewige Flamme die Dunkelheit seines Geistes erhellen, faselte was von Stechmücken und Golems. Dann erwischte mich dieser verfluchte Dorn. Ah! Die Wunde muss versorgt werden. Keine Zeit für Banalitäten. Auf dem Golem-Totenacker sind Elfen und Hafkas dabei, Handel zu treiben. Mein Befehl lautet, die Hafkas und die Eichhörnchen auf einen Schlag zu eliminieren. Wir sollten der Hydra mit einem Streich alle Köpfe abschlagen. Sieht so aus, als hätte die Hydra eine Atempause bekommen. Es war ein direkter Befehl vom Großmeister. Helft mir, ich ernenne euch zum Kommandeur meiner Einheit. Ich bin Hexer, kein Soldat. Ich glaube an euch, Geralt. Nichts geschieht ohne Grund.
Das ewige Feuer hat euch Ehre und Verantwortung übertragen. Nein, hat sie nicht. Bleibt auf dem Teppich, Siegfried. Wir brauchen eure Unterstützung. Nein, also man kann sich ja hier zwei Parteien quasi anschließen. Also man kann zwar sagen, dass man Neutralität bewahren möchte, also als Hexer sind ja eigentlich neutral, aber das Amüsante ist halt immer, dass Geralt ja immer trotzdem in solche Geschichten hineingezogen wird. Das ist ja auch was, das war in den Büchern so, ist auch hier in den Spielen so. Und weil Hexe sollen ja eigentlich neutral bleiben, aber Geralt wird da trotzdem immer wieder irgendwie hineingezogen. Das ist immer das Amüsante. Und hier im Spiel ist das halt so, dass wir uns früher oder später für eine Seite entscheiden müssen. Das heißt, entweder für die Square Tell, also sprich für die Anderlinge, oder halt für die Menschen, also für die Dornrosen-Knilche hier halt, ne? Ja, aber ich werde, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, ich werde mich den Reihen der Square Tell anschließen, also die Anderlinge. Weil die Menschen sind halt ein bisschen zu rassenfeindlich, finde ich. Klar, also die Square Tell haben selbst unter sich Dreck am Stecken, weil The Witcher ist immer so, jeder hat irgendwie Dreck am Stecken. Das haben wir auch am Ende von Akt 1 da gemerkt, als die ganzen Dorfbewohner ja die Abigail lynchen wollten etc. Und die Abigail ist ja auch nicht ganz unschuldig gewesen. Aber das finde ich doch das Geile an The Witcher. Es gibt halt einfach kein Schwarz-Weiß. Man muss sich einfach entscheiden, was man halt gerade in der jeweiligen Situation richtig findet oder so, ne? Aber wie gesagt, ich werde mich dafür entscheiden, dass wir den Square Tell helfen werden. Also ich helfe euch nicht. Wartet hier. Ich sehe mich ein bisschen um. So. Ah. Gut, ich bin jetzt mal wegen der Anzeige hier. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich dachte mir schon, dass euch das interessieren würde. Habt ihr einen Beweis dafür, dass ihr 10 Ertrunken erschlagen habt? Ja, hier sind ihre Zungen. Was immer du damit auch willst, aber okay. Ja, hier sind ihre Zungen. Bleibt, ich muss das aufschreiben. 10 Ertrunkene. Gut, hier ist euer Gold. Sehr schön. 150 Orens, sehr schön. So, dann wird nochmal gespeichert. Zack, das geht jetzt zum Glück relativ schnell. Und weiter. Das ist der Druidenhain. Druide. Oh, Yevon ist gar nicht hier. Was gibt es? Ich kann Yevon nirgendwo finden. Genau. Was geschah mit ihm? Er schloss sich den anderen Elfen an, die im Sumpf leben. Wo kann ich ihn finden? Ich hab keine Ahnung. Okay, ich muss in die Sümpfe gehen und Yevon die Antwort geben. Da oben, im Lager der Anderlinge, ja, da oben ist er. Haben wir eigentlich schon mit dem alten Druiden gesprochen? Was gibt's? Ach genau, das war mit... Warte, nee, das machen wir noch nicht. Das machen wir später. Wir machen erstmal jetzt die Quest mit dem Brief erstmal, würde ich sagen. Da sehe ich Wölfe. Na los, kommt her. Zack. Da kommen sie alle. Wolfspelz haben wir ja genug. Also wir haben die Quest ja schon abgeschlossen von Wolfspelzen, meinte ich. Noch einer. Zack. Okay. Oh, das sind Wyvern. Eieiei. Okay, warte, machen wir mal kurz einen Save, weil Wyvern sind schon etwas härter. Oh Gott, die betteln sich mit der Wyvern da hinten. Ach du Heilige. Das soll niemand machen, also, Wir spawnen über Ertrunkene.
Aber wir müssen das andere Schwert mal rausnehmen. So, zack. Oh, oh, die Wiefern kommt. Oh, scheiße. Ja, warte, müssen wir kurz... Warte mal, ich nehme mal kurz eine Schwalbe. Zack. Ah, oh, oh. Ich weiß gar nicht, was bei der hilft. Weg, weg, weg. Oh, komm schon. Ha. Mach ich mal in meinen starken Kampfstil. Ah. Nee, okay. Schneller Kampfstil ist die Lösung. Jawohl. Was hat die denn als Giftdrüsen, Toxin, Wyvernfleisch? Boah, der Wyvern hat hier gut gewütet, würde ich sagen. Ja, Wyvern-Insel, ja, kein Wunder, okay. Und ist noch mehr Wyvern da hinten. Wyvern, Wyvern, drei Wyverns. Komm schon. Speichern. So, da können wir uns mal vielleicht mal ein bisschen vorbereiten. Katze bringt nichts. Unbekannter Trank, weiß ich nicht, was der bringt. Weißer Honig. Waldkauz. Trinken wir mal einen Waldkauz. Ausdauerregeneration erhöht. Nekrophagen. Ja, das ist ja kein Nekrophage. Waldkauz. Katze. Warum ist die Katze eigentlich nicht gesteckt? Okay. Ja, okay. Geht nicht. Schneesturm, der ist ein bisschen nervig. Nehmen wir mal das Krindfindöl auf Silberschwert, falls es was bringt. Machen wir einfach mal. Gut. Was ist denn eine Golem-Mark? Diese Notizen enthalten die Formel eines Trankes, der mit einem Golem-Obsidianherz zubereitet wird. Nach Genuss gibt der Trank die Fähigkeit frei, eine Intelligenz-Ausbaustufe zu kaufen. Okay. Okay, wir haben jetzt Schwalbe und Waldkauz drin. Oh. Okay, nochmal ein Save. So, jetzt, wir versuchen's. Oh Gott, das sind vier Wyverns. Eieieiei. So, erstmal einzeln, wenn es geht. Sehr gut. So, ich werde jetzt nach jedem Gegner, jeder Wyvern speichern. Scheiße, kommt die andere noch an. Oh, 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 oh. Oh, jetzt kommt die dritte auch noch. Uah, genau. Oh, das ist noch andere hinter uns. Scheiße. Zack. Und finish him. Zack. Bams. So, Alter, das ist noch eine Wyvern. Holy moly.
Oh, okay, geht auch ganz gut eigentlich bis jetzt. Aber ich mach trotzdem mal kurz nochmal ein Save. Sicher ist sicher. So, dann hole ich mir die anderen auch noch. Sehr gut. Was für ein Geruch. Muss vor langer Zeit gestorben sein. Botenleichnam? Ulala, was haben wir da? Haval. Chance auf Schaden plus 30, Chance auf kritische Treffer, Effekte entwaffnen, Schmerzen, Präzisionstreffer. Okay, dann kann das hier weg. Obwohl, warte mal, das ist sogar besser als das Schwert da. Wenn wir das Schwert, das macht 30% mehr Schaden. Das ist nur 20. Das hat auf Schmerz, Präzisionstreffer und Waffen 20%. Das ist sogar besser als das andere Schwert hier. Was haben wir hier? Blutperfekter Brief. Leider sind die Teile der Nachricht zu, nur Teilen der Nachricht zu entziffern. Handeln. Die Station verlangt der Name unserer Organisation. Mit geheimen Grüßen, Leuwaden. Aha. Ja. Mal sehen, vielleicht können wir ihn darauf ansprechen, wenn wir später zurück am Deich sind. So, ist noch was anderes hier? Boah, das Schwert ist aber dick. Das ist ja echt dick, das Schwert. Das ist halt auf jeden Fall mal ein besseres Schwert wieder. So, hier haben wir einen Ort der Macht. So, was haben wir noch? Ritual der Magie. Wir sind doch auf einem guten Weg eigentlich dahin, glaube ich. Das Gold der Kundschafter. Wann hat das alles nur ein Ende? So, kommen sie alle an hier. Mit unserem schönen gelben Silberschwert. Sieht aus wie so ein Laserschwert oder so. Das leuchtet so schön. Ja, nehmen wir mal einen Kampfstil. Weg. Danke, Kampfstil. Weg. Gut. Ah, cool. Was für ein Schlachtfest hier. Oh, Tier. Ah, ne, ich dachte gerade schon. Ach, ist ja ein Skoltell hier gestorben oder was? Einst spielte ich die Laute, tauschte das Instrument. Seid so gut und lasst mich in Ruhe. Ah, das hier, wenn der ist er. Ich will auch trotzdem mal kurz nochmal ein Safe. Ich weiß, ich spreche gerade viel ab, aber. Müsste ich glaube schon mal gesagt haben, man sollte in Rollenspielen immer oft speichern. Ah, Hexer. Viel los hier. Ein Ausbildungslager? Wir müssen trainieren, damit wir gut kämpfen können. Glaubt ihr wirklich, dass dieses Häuflein etwas ausrichten kann? Können ein paar Steine einen Erdrutsch auslösen? Kann ein einziger Funke ganze Städte niederbrennen? Ihr braucht nicht zu antworten. Wir kennen beide die Wahrheit. Ja? Ja. So, ich habe Vivaldis Antwort. Ich habe Vivaldis Antwort. Er schickt Worte, kein Gold. Ich dachte es mir schon.
Also waren meine Bemühungen vergebens. Ganz im Gegenteil, Hexer. Vivaldi kann oder will uns nicht helfen. Die Information ist dennoch bedeutsam. Hat er Gründe für seine Weigerung genannt? Naja, er ist bankrott. Vivaldi ist bankrott. Trink mal kurz was. Interessant. Die Bank macht gute Geschäfte, trotzdem ist Vivaldi bankrott. Danke, Geralt. Ich habe da eine Idee. Gut. Gut. Hast du noch was für mich, Yevin? Ja? Immer dieses Ja? Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? Habt ihr noch mehr Arbeit für mich? Ihr scheint euch im Sumpf auszukennen. Und ihr habt uns einen Dienst erwiesen. Ja, da wäre noch etwas. Ich höre zu. Ich habe gehört, dass Ritter vom Orden der Flammenrose in den Sumpf eingedrungen sind. Diese Fanatiker hassen Anderlinge. Früher oder später werden sie auch uns nachstellen. Was hat das mit mir zu tun? Ich möchte, dass ihr die Einheit zum Golem-Totenacker führt. Dort warten Hafkaren. Sollte sich das Blatt zum Schlechten wenden, erwarte ich, dass ihr die Einheit am Weglaufen hindert. Ja, genau, das ist genau jetzt der gegensätzliche Part, von was uns gerade der Siegfried gebeten hatte. Jetzt sollen wir nämlich mehr oder weniger fast das Gleiche machen, nur auf der Seite der Anderlinge. Wie gesagt, man kann zum Teil noch neutral bleiben. Ich könnte natürlich auch sagen, wir mischen uns da nicht ein. Aber ich glaube, meines Wissens nach war das so, dass man sich früher oder später, glaube ich, für eine Seite entscheiden muss, glaube ich. Ne? Und wir sind diese Hafkaren. Gut. Aber wer sind die Hafkaren? Ich bin hoch erfreut. Hafkas, wie die Menschen sie nennen, beliefern unsere Einheiten mit Waffen. Vergeudet keine Zeit mehr. Die Einheit ist bereit. Mögen eure Schritte entspannt, euer Atem ruhig sein. Kämpft mutig. Sind die Ritter eine echte Bedrohung? Ihre Rüstungen sind stark. Bereitet euch gut vor. Ich habe gehört, Hexer steigern ihr Kampfvermögen mit Tränken. Ja. Tränke sind wirklich nützlich. Ja. So, ich soll die Elfen zum Golden Totem Acker führen, nicht? Das müssen wir jetzt mal. So. Ich stimmte zu, Yevin im Kampf gegen den Orden der Flammenrosen zu helfen. Ich soll seine Kundschafter zum Golden Totem Acker führen. Da. Scheiße in den Stiefeln. Genau, Scheiße in den Stiefeln. Wie gesagt, ich werde mich ja sowieso dafür entscheiden, dass wir uns, für die... Ich hab Hunger. Ja, genau, ich auch. für die, ja, Skulltel entscheiden. So. Wo laufe ich eigentlich hier lang? Warte mal. Wie kommen wir jetzt hier aus dem Lager wieder raus? Ach, da vorne. So, Karte, was hast du da vorne? Ach ja, ich komme hier langsam in diesen Witcher-Hype rein. Weil im Allgemeinen kommt ja jetzt bald die Staffel 3 von The Witcher. Und man kann ja halten, was man will von der Netflix-Serie. Aber ich weiß nicht, es ist immer sowas, auf sowas freue ich mich halt immer so. Und da gucke ich mir aktuell wieder die Staffel 1 und 2 an, den Film Nightmare of the Wolf, der übrigens echt gut ist. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, unbedingt nachholen. Und da komme ich langsam wieder richtig in Witcher-Flair hier rein. So, ich würde sagen, dann nehmen wir mal so einen Schleifstein. Das alles nur ein Ende. Verbessern die Klinge mal. Speichern. Und auf geht's. Oh, was ruckelt das Spiel gerade so? Sollen wir mal ein. Nein, falsches Schwert. Den Gruppenkampfstil. Weiter fahren. Zack. Oh, der Gruppenkampf ist einfach nur badass hier.
Zack, kommt schon. Jawohl. Alle Angreifer sind tot. Es ist an Zeit, zum Lager zurückzukehren. Damit haben wir jetzt unsere Zusammenarbeit mit Siegfried auf immer verhindert, quasi. Man hat das alles. Aber dafür haben wir extra ja gerade schon mal die Quest mit den ertrunkenen Zungen abgegeben. Ich verschwinde hier. Ja, wäre gut, wenn ihr verschwindet. So, ich glaube, sonst haben wir alle, glaube ich, geplündert, ne? Scheiße in den Stiefeln. Scheiße in den Stiefeln. Ah, das können wir wieder zurücklaufen. Ja, dass wir oft so hin und her laufen, dann müsst ihr euch dran gewöhnen. Weil es gibt hier in dem Spiel keine Schnellreise oder sowas in der Art. Oder keine Transportmöglichkeit oder sowas in der Art. Das gibt's hier halt nicht. Da müsst ihr euch dran gewöhnen. Aber deswegen ziehe ich ja extra immer das Schwert, damit wir ein bisschen schneller sind. Also sind wir auf jeden Fall schneller, wenn wir die Waffe gezogen haben. So, Yevin, ich bin wieder da. Ja? Ja, mit dieses Ja. So, ich habe die Einheit hingeführt und wir sind auf ein paar Ordensritter gestoßen. Ich habe die Einheit hingeführt und wir sind auf ein paar Ordensritter gestoßen. Ich gehe davon aus, dass ihr erfolgreich wart. Ich bin überaus erfreut. Hier ist eure Belohnung. Aber wir haben weder Hafkas noch Waffen gefunden. Wir beschaffen uns die Waffen schon. Die Däune kommen gewiss, um unser Gold zu holen. Wichtiger ist jedoch, der Orden wurde besiegt. Ihr werdet noch von mir hören. Ich bin sicher, das werde ich. Ich habe ein paar Nachforschungen bezüglich des Hexers, der vor euch im Sumpf war, angestellt. Ah, Berenger, ja. Habt ihr etwas rausgefunden? Er wurde von Däune geschnappt, die das Salamanderabzeichen tragen. Er leistete keinen Widerstand. Also ist er nicht tot. Aber warum hat er seine Ausrüstung versteckt? Vielleicht hat er geahnt, dass sie kommen würden. Seid auf der Hut, Gwynblade. Danke, Yevin. So. 200 Orans nochmal. Schön. Jetzt habe ich noch einen Grund, die Salamandra zu vernichten. Übrigens, Däune ist übrigens die Beleidigung von Elfen für Menschen. Ne? Ja? Worauf bereitet ihr euch vor? Das geht euch nichts an, Heck. Ein Aufstand. Ich muss... So wie ich euch einschätze, werden wir uns sicherlich auf dem Schlacht... Oh, scheiße. Jetzt habe ich das übersprungen. Das hatten wir schon mal. Lebt. Moment. Ja. Das machen wir nochmal. Worauf bereitet ihr euch vor? Das geht euch nichts an, Hexer. Aber ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Denkt gründlich nach. Vielleicht kommt ihr dahinter. Ein Aufstand gegen die Menschen? Was ist, wenn ich die Behörden informiere? Ich muss euch korrigieren. Wir wollen den Krieg gewinnen, den wir führen, und nicht einen Aufstand beginnen. Und ihr wollt uns verraten? Anderling, der ihr seid? Die Menschen würden euch nicht ernster nehmen als uns. Und selbst wenn sie auf euch hören, wir sind vorbereitet. So gut, dass uns nichts mehr aufhalten kann. Visima wird schon bald brennen. Ich hoffe... Ich bin schon lange fort, wenn das losgeht. So wie ich euch einschätze, werden wir uns sicherlich auf dem Schlachtfeld begegnen. Die Frage ist nur, für welche Seite entscheidet ihr euch? Ja, wie gesagt, Hexer sollten ja eigentlich normalerweise neutral bleiben, ne? Das wäre in dem Fall die Antwort 1, meine eigene. Eure Seite. Ich fühle mich anderen Missgeboten, denen man nicht trauen kann, irgendwie verbunden. Oh Mann. Sag das dritte Mal. Yevin, ich bin ein Hexer. Ich wurde geschaffen, um Menschen vor Ungeheuern zu schützen. Egal, ob sie Fühler und Schuppen haben oder ob sie auf zwei Beinen gehen und hochtrabende Reden schwingen. Ich gebe zu, ihr macht mir Spaß, aber ich will euch nicht verspotten. Was? Ich werde mich auch hüten, eure Fähigkeiten zu logischem Denken in Frage zu stellen. Aber überlegt doch, wie die Menschen, die ihr schützt, euch behandeln. Haben sie eure Loyalität verdient? Das ist meine Sache, Yevin. Ja? Ja? Lebt wohl. Hm.
Ja gut, dann schauen wir mal. So. Schlechte Nachricht ist, dass er offensichtlich von den Salamandern gefangen genommen wurde. Okay. Da haben wir auch kein Ziel zu. Ärger Algulmark. Das brauchen wir noch. Da haben wir ja Algul und da haben wir hier den Eintrag 4. Okay, die haben wir bisher noch nicht getroffen. Genau, dann machen wir das jetzt weiter. Zu den Druiden. Weil wir konnten ja gerade den ältesten Druiden darauf ansprechen. Da geht's raus. Wir müssen ja die Druiden dazu bringen, irgendwie, dass sie ja irgendwie das Wetter für uns kontrollieren. So, schauen wir mal. Ob wir jetzt hier durchkommen, ohne für kämpfen zu müssen. Okay, da hinten ist auf jeden Fall schon mal der Druidenheiden. Was ist eigentlich der Kreis der Unerwünschten macht? Was war ich glaube ich noch gar nicht an dem. Ach, guck mal, das Irdenzeichen. Guck mal, das hätte ich beinahe jetzt übersehen. Ihr habt das Zeichen Irden erlernt. Eine magische Falle, die eure Gegner verlangsamen. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite, rechtsklickt, um den Zauber zu wirken. Tipp, wird Irden verstärkt, kann es Gegnern auch Schaden zufügen und sie vergiften oder schwächen. Am besten verwendet man die Kombination mit anderen Zeichen. Ja. Wo ist da, ältere Druide. Nicht alle Sumpfkreaturen sind gefährlich. Viele sind vom Aussterben bedroht. Nee, warte, da. Da ist der ältere Druide. Was gibt's? Wir sehen zwar hier alle gleich aus, aber okay. Moment, kann ich da was handeln mit dir? Das Vivanfleisch. Nee, ich würde sagen, das Vivanfleisch behalten wir mal. Was gibt's? Brauchen wir sicherlich noch für irgendeine Quest später. So, ihr Druiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Ihr Druiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Vielmehr leben wir nach ihren Rhythmen. Dennoch dressiert ihr wilde Tiere. Und ihr könnt einen magischen Sturm beschwören? Nein, ich meine ja, aber nicht mit Gewalt. Nun, ich benötige einen Sturm mit Donner und Blitzen. Könnt ihr einen erschaffen? Das kann ich, aber wie gesagt... Ich würde dafür bezahlen. Nennt es eine Spende zur Vermeidung weiterer Umweltkatastrophen. 500 Orens. Was? Das ist zu viel. Alter. Alles wird teurer. Und irgendwie müssen wir auch leben. 500 Orens für den Sturm? Ach du Heilige. Na gut, wir haben 2000. Aber so kommen wir nie an unsere Rüstung. Wenn wir irgendwie Geld blechen müssen. Na gut. Dann eben 500. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Ich fand auch gerade cool, gerade die Aussage von Geralt. Ich warte auf einen Sturm mit Donner und Blitzen. Diese Betonung, Donner und Blitzen. Diese Betonung fand ich gerade voll cool. Okay, hier sind 500 Orens, ne? Das ist teuer. Hier sind 500 Orens. Für einen Sturm. Ich warte auf meinen Sturm. Das ist kein Kinderspiel. Ich bin kein gewöhnlicher Magier, der Stürme mittels absurder Steinsäulen beschwört. Säulen? Was für Säulen? Jeder Magiewirker kann die drei Steinsäulen auf dem Golem-Totenacker aktivieren. Sie locken Blitze an. Vielleicht kann ich mit den Säulen den Golem aufwecken. Zum Glück befindet sich diese Kreatur außer Reichweite der Säulen. Es kann nur Unglück bringen, wenn man die Kräfte der Natur manipuliert. Wie werden die Säulen aktiviert? Berührt sie, wenn ihr einen Sturm anlocken wollt. Aber das ist äußerst gefährlich. Ein Augenblick der Achtlosigkeit kann euch das Leben kosten. Ich werde schon aufpassen. Lebt wohl. Ich kenne eure Absicht, Hexer, und würde einige dieser Tränke zubereiten. Trinkt sie
denn ihr werdet sie brauchen. Ein Hexer ohne Tränke ist nur ein halber Hexer-Druide. Richtig, genau. So, ich muss den Golem, den Blitzableiter, in die Hand legen. So, der Totem, Totemacker war ja da vorne. Ja. Ja, hier in Witcher 1 kann man ja Gott sei Dank noch die Tränke mit einem Kampf benutzen. Weil zum Beispiel bei Witcher 2 zum Beispiel haben die das ja mit den Tränken voll verkackt, finde ich. Weil da kann man nicht Tränke nur noch zu sich nehmen außerhalb des Kampfes, also wenn man meditiert halt quasi.